Freunde, es ist soweit. Der 7. bzw. vorletzte Villager in Minecraft Elements wird heute freigeschaltet. Das einzige Problem dabei? Das Gruppengold ist immer noch nicht voll und irgendwie haben nicht alle gefarmt. Außerdem gibt es ein neues spannendes Rätsel seit dem neuen Villager und ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Rätsel als allererstes auf dem Server zu lösen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Unser Retter und Erlöser. Jan, wie viel hast du? Wie viel hast du, sag? Ich habe jetzt gerade 2 Doppelkisten Pitcher Pots. Ich würde jetzt nochmal einmal abfahren, dann habe ich wahrscheinlich 3 Doppelkisten. Okay, dann hast du 10.000. Oh, ja, okay. Ey, jetzt bin ich dann hast du eine Mission für heute, Mana. Und das Goal füllen. Nein. Das hat man nicht so schnell voll bekommen. Das geht. Also ich hab's den anderen schon gesagt, ne, dass ein Villager spawnt, das ist im Code verankert mit einem vollen Goal. Also nur wenn man drückt und das Goal voll ist, dann kommt er erst. Also ich mach mich ran, ich schmeiß mal alles rein, was ich hab. Andere Seite. Okay. Spark, du hast uns so hops genommen. Hey, Spark hat ja noch offen so 6 Doppelkisten liegen. Nein! Doch! Ich hab's vor einer halben Stunde habe ich's predicted. Ja! Ja, okay, Spark auf Phoenix TV, WTF. Tomfoolery! Ja, das ist nur, ich hab die ganzen letzten Tage gefarmt, weil ich gedacht habe, die kriegt das nicht hin und ich hatte recht. Ja, aber... Nee. Warum? Nein! Das war ein 9K Level. Einfach so. Wie er sagt, das ist so? Nicht dein Ernst, Jan. Die Seele schmeckt. Aus der Kiste nehmen. Das war lecker. Ja! Hey, Basti hat's gecallt! Pickling Trades. Oh. Ich werd direkt den Pflanzer holen. Ich werd alle schockieren. Warte, Pflanzer, hab ihn! Und nein. Und upgraded! So schnell geht das einfach. So, will jemand unidentifizierte Pflanzer kaufen? Tian? Ja. Wieso? Ah. Du hast einen Stack. 2 Stacks, wenn du das andere auch noch aussagst. 3 und insgesamt 6 hast du jetzt bekommen von mir. Yes. Aufmerksam sein, es kann sein, dass gleich noch was passiert. Mehr habe ich nicht. Ja, da war nichts. Klim, weißt du, ich mache wirklich einfach nur aus freundschaftlicher Basis, weil du halt wirklich nichts hast scheinbar, gebe ich dir ein. Weißt du, das ist so eine Spende an den... Ich kann dir noch eine Eisenjob geben. Für wohltätige Zwecke. Ja, wenn du mal Bücher brauchst, sag Bescheid, ne? So, Friends. Wir haben hier einen fetten Smelter, der funktioniert leider noch nicht vollautomatisch, aber das ist schon mal geil, oder? Hier. Das werden wir alles traden für Soul Sand. Dann machen wir die... Oh. What? Was? Oh. Let's Oha. Go, Clem! Yeah! Was? Let's go! Wie krass! Let's was go. Los einfach? Oh, geil. Er hat den Jackpot! Let's go! Beide ja, okay. Big geil. W! Leute, wollen wir eine kleine Trading-Station bauen von Shulkercraft? Wir gucken kurz. Wir bauen einfach hier eine. So, dann bauen wir den hier. Und immer wenn die Leute traden, laden sie unsere Chunks. Checkt ihr Chat? Ich bin schlau. Ich bin ein Businessman. Ich werde die beste Trading-Station bauen. Dann sind die Leute gezwungen, bei mir die Chunks zu laden. Okay, wir müssen irgendwie Pingens bekommen. Deswegen lassen wir alle wegfliegen, bitte. Und die hier spawnen. Wir machen jetzt quasi einfach mal über dem Sub-Tempel hier so ein... Eigentlich auch voll egoistisch. Das sind aber meine Subs. Warum ist der gestorben? Hä? Warum ist Umu gestorben? Digga, er hat's verkackt. Let's go. Wir haben alle 3 auf einem Flag, wie cool. Hier, natürlich werden sie es hier überleben. Alles. Hier werden sie sterben, meine ich. So, einer muss hier rein. Und da muss einer hier rein. Boah, ich mach das perfekt gerade. Jawoll. Let's go. Wir haben's. Jetzt wirft er Gold raus und gibt es aus. Und wenn die es auffangen, liegt das auf der Druckplatte. Das heißt, 6 wird er jetzt ausgeben. Jetzt traden die. Lol. Wait. Digga, als ob das so gut funzt. Ach so. Mit 6 ist es quasi genau so schnell, dass es unendlich durchläuft. Hey, wie geil ist das bitte? Leute, ich werde hier meine Soul Sand Base bauen. Meine Soul Sand Farm. Hier über der Luft, würde ich sagen. Das ist alles an Soul Sand, was wir haben. Dann legen wir los. Die Farm wird gebaut. Das hier ist jetzt eine Reihe. Das hier alles, das alles. Mal sehen, wie viele wir davon brauchen, dass wir unendlich farmen können. Beetroot, Kakao, Pitcher, Karotte, Warzen. So, let's go. Dann grade ich dir das mal ab und jetzt hast du einen mythischen. Wir sind jetzt die einzigen Besitzer, Spark. Wir sind die coolen. Ja.
Ich würde jetzt mal dieses Buch kaufen. Das ist ein Buch, was einen Hinweise gibt für das Rätsel mit dem Fragment der Himmelswarze. Was steht drin? Die Himmelswarze. Die Himmelswarze hat die Fähigkeit, ein Portal zu einer neuen Dimension zu öffnen. Leider ist das Wissen darüber verloren gegangen. Och, Mann. Jeder angehende Wissenschaftler muss selbst versuchen, ein Portal zu finden. Ach, erfinden. Okay. Der einzige Hinweis ist ein in die Seite geklebter Pergamentfetzen mit dem Wort Symmetrie. Ein eigenes Portal machen? Symmetrie. Got it. Okay. Aber kein Plan, was das heißen soll, ehrlich gesagt. Lootboxen. 100 Lootboxen. Let's go. Es wird laut. Komm, Jackpot! Nein! Nein! Aua! Egal, drei weitere nutzlose Keys, drei Trims, 1, 2, 3, 4, 5, unidentifizierte Pflanze und noch ein Trim. Wir haben genügend, um ein Rätsel anzugehen. Ich will mal das erste Ding jetzt tryen, Leute. Wenn das geht, lache ich. Komm! Nee, das ist Quatsch. Ein Skull Catalyst. Nicht der Datenspeicher, aber vielleicht Skull. Ein Skull-Portal. Das heißt, wir placen da jetzt so ein Skull-Dings rein und bauen ein bisschen was ab mit unserer Silk Touch Pick. So. Aha. Aha. Fahren wir mal ein bisschen Skalk. So, Leute, Moment der Wahrheit. Probieren wir erstmal alle möglichen Formen. So, bupp. So, machen wir mal größer. So, es muss symmetrisch sein, hat er gesagt. Nein, aber das hier ist Quatsch mit Soße. Ja, wer hat jetzt die Dinger her? Imagine. Bruh. Das könnte es sein. LOL! Wir sind drin! Ich bin in der Nether-Dimension! Ich hab's Rätselslösung! Jage drei Zocklins. Oh, die haben 100 Punkte Rare Drop. In 5 Sekunden wirst du zurückteleportiert. Wenn du weitere Zocklins tötest, wird beim nächsten Mal verrechnet. Oh mein Gott! LOL! Ich hab instant die Element Chestplate bekommen! Ich hab Full Element Armor! So, Leute, und ich hab natürlich direkt vorbereitet. Ihr wisst, ihr kennt mich doch alle. Prot 4. Harnisch des Höllenfürsts. Geil! Ja! Du hast jetzt schon alles durch, jetzt nur noch Unique. Ja, wir haben das Rätsel gelöst, Chat. Wir haben die Element Chestplate. Jetzt brauchen wir noch den Key, den Armor Trim und Unique vielleicht noch. Und ich will den Armor Trim definitiv. Ich ziehe die Rüstung nicht an, bevor die rot ist, ne? Das ist klar. Ich bin ja kein Himmelsknecht. Und den Schattenjagen müssen wir auch noch. Das ist aber ein Rätsel, da meinte Spark, kriegen wir erst Tipps nächsten Samstag, also in 6 Tagen. Das soll übel schwierig sein wohl.